Leute, und damit willkommen zurück. Verfolgungsjagd Nummer 2, beziehungsweise Verfolgungsjagd die zweite. Wir gucken mal, wie weit wir diesmal hier kommen. Vielleicht haben wir diesmal ein bisschen mehr Glück und Erfolg. Na, Glück war es dann nicht wirklich. Das hing ja eher damit zusammen, dass ich mich hier überhaupt nicht auskenne. Weil ich zum Beispiel hier drüber springen muss. Und dann hier das Gastank. So, nu. War's da schon? Da liegt er. Der werte Herr Ness. That's it, asshole. Oh. Come on, fuckers. You're coming. Gut, dann benutzen wir den mal als Schutzschild, ne? Oh, den haben wir, glaube ich, hart in den Intimbereich geschossen, würde ich mal sagen. Können wir die Karren nicht irgendwie hoch in die Luft gehen lassen? So. Aua. Wo schießt du denn auf mich, Alter? In welchen Kofferraum soll ich den denn bitte legen? Jetzt explodiert das Auto. In den hier oder was? Oder kann ich den in irgendeinen legen? Oh, nehmen wir nochmal den. Der bietet sich an. So, rein mit dir. Du Arsch. Ins Auto und nix wie weg hier. Würde ich schon mal sagen, davon leuchtet schon was grün. Oh. Shut up! Ja, so geht das, ne? So, da kommen mir schon die nächsten entgegen. Oh, und jetzt muss ich die irgendwie abhängen hier, oder? Also, der wird ja lustig. So wird man vom Jäger zum Gejagten, liebe Leute. So schnell geht das. Be quiet! Kann ich mich da umgucken und die... Nein, kann ich natürlich nicht. Ich will nur ein bisschen Gas geben hier. Ach komm, ich fahr mal da hoch und dann hier lang. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich jetzt gerade hinfahre. Aua, auf den Highway. So, gehen wir in die Eisen, jawohl. So, damit haben wir die schon mal ausgeschaltet. Mit platten Reifen ist nicht so gut fahren. Oder doch? Nee, das wollte ich nicht. Kriegen wir den mal irgendwie angeschossen? So, den zumindest. Nee, der fährt auch noch weiter, hör mal. Hilfe. Haben wir den... Oh, da kommt schon der nächste wieder. Beziehungsweise die nächsten zwei. Platz da. Oh, die Limousine. Und da fahre ich am besten wieder runter. Oh, ich glaube, wir haben sie gleich abgehängt. Dachte ich. Nein. Nein, warum nur? Weg da! Entschuldigung! Nochmal Entschuldigung! Es tut mir auch so leid. Oh, die hängen aber irgendwo, das ist gut. Dann kann ich den nämlich davon fahren, jawohl! So, Inspektor Tan anrufen! Teng! Dann ruf mal an! Ich habe einen deiner Informants in der Trunk of my car. What? Yeah, he needs to disappear right now. So either you make him disappear or I will. Bring him over. Alles klar, ja. Ich kann mal wieder direkt umdrehen. Ach Gott, sind ja nur 2 Kilometer. Das ist ja überhaupt nicht weit. Oh Gott. Vielleicht finden wir hier noch irgendwelche Schreine oder sonst irgendwas Tolles, aber ich glaube, das sieht mau aus.
Die sind ja eher ein bisschen versteckt meistens. Ach, Sachschaden krieg ich wieder abgezogen hier an Punkten. An Kopferfahrung, Mann. Ja, gut oder böse? Das ist die Frage. Das wird bestimmt noch eine wichtige Rolle spielen im späteren Spielverlauf. Welche Karriere wir hier einschlagen. So, da müssen wir rein. Und wieder im Zickzack da hinten fahren. So, ab nach North Point. Platz da, ich hab's eilig. Ich hab einen Informanten im Kofferraum, ich muss unbedingt hier durch. Oh Gott, oh Gott. Ne, hier waren, sind wir schon mal öfters lang gefahren. Weg, weg. Oh, piece of shit. Ja, da sprechen sie auf einmal fließend Englisch. Wenn es um die Schimpfwörter geht. Also halt Multikulti-Sprache hier. Schön breite Straßen, da kann man mal ein bisschen schneller fahren. Und sich hier durchschlängeln. So, wo ist denn der blöde Hafen? Wo müssen wir denn da hin? Ah, wir sind gleich da. Vielleicht haben wir es geschafft, liebe Leute. Ja, halt die Fresse da hinten. Aha. Aua. Oh. Durchgeschlängelt hier. Komm, das schauen wir noch. Da geht's durch. Jawohl. Und wieder ab in die Garage. Mit dem Informanten. Oh, steht denn da noch für ein Schlitten drin? Du bist da? Let me out of here! I fucking shit myself! Ih, ist ja eklig. Hey, let me out of here, you fucker! My people are gonna cut you into pieces, you hear me? Hey, you hear me, you fucker? Shut up! Here's your guy. Hope you still want him. But I don't want this coming back to bite me in the ass. I'll take care of it. Where he's going, he won't be in a position to tell anyone. Hey, I can hear you! What the fuck are you doing out there? Open the fucking trunk, will you? Hey, show the lady some respect. Au, au, au. Ah ja, gut, ich kenne da nichts, ne? So, das war's. Triadenerfahrung? Ne, Kopferfahrung gibt das. Oder was gibt's? Ne, Triadenerfahrung. 60.000 Hongkong-Dollar? Lese ich das richtig? Ich bin ja sowas von reich. Krass. Hätte ich nicht gedacht. So, dann gibt's hier schon wieder irgendeine blaue Mission. Neuer Fall verfügbar. Ja, da gehen wir doch direkt mal hin, wenn wir schon mal hier sind. Und gucken mal, welcher Fall uns da erwartet. Beim blauen Drachen. Wait, I have something for you. What is it? Dead triads. Six of them in the past few months. All found by the water. All sliced open. What do the investigators think? What investigators? You think HKPD puts a lot of effort into solving dead gangsters? So what, they're not people now? This is why I'm coming to you. We just found three new bodies under the Aberdeen Bridge. Get down there and take a look around. And Wei. Uniform officers on the scene say at least one of them is from the crew. What? You positive? Keep your head on straight, officer. And your eyes open. Das wird doch nicht etwa Jackie sein. So, einer meiner Jungs ist da wohl auch drunter. Bin mal gespannt, welcher das ist. Serienmörder-Hinweis Nummer 1. Oder führe ich eventuell sogar ein Doppelleben? Wer weiß, wer weiß. So, das macht doch Spaß. Serienmörder jag ich ja zu gern. Da schnappe ich mir erstmal meinen Prime. Nein, ist ja gar kein Parkhaus. Das Parkhaus ist ja erst hier um die Ecke. Hier. Ich hätte gerne mein Auto. Den Prime. Vielen Dank. Oh, und tschüss. Pass mal auf, wo du hinläufst. Ja, sorry. Da stand da eben schon, ne? Hätte nur stehen bleiben müssen. Selber schuld. So, Hintergassen, Action. Warum auch immer ich hier durch die Hinterhöfe gejagt werde. Ich glaube, so viel kürzer ist das gar nicht. Autsch. Ein schöner Prime. Was, Drogenrazzien? Oh nee, keine Drogenrazzien, bitte. Es geht, oh, das war, was hab ich denn da gerissen? Kein Crip auf der Gasse gehabt. Sag mal, hier bin ich doch schon mal lang gefahren.
vor 2-3 Folgen. Oder noch länger. Keine Ahnung. Oh, ich hab die Cops am Hals. Warum ist denn da ein goldener Hahn jetzt? Wieso ist da oben ein goldener Hahn, bitte? Das will ich mir jetzt mal angucken. Also auf der Minimap dieser goldene Hahn. Da will ich jetzt mal gucken, was das ist. Das will ich jetzt wissen, das interessiert mich. Ne, da komme ich gar nicht so einfach hin zu dem tollen goldenen Hahn. Oder etwa doch, oder etwa nicht. Keine Ahnung, ich will auf jeden Fall wissen, was das ist. Oh, was ist das für eine Gasse hier? Gott, ich bin völlig falsch hier. Aber sowas von, kann ich da runter? Ne, scheiße. Ich will wissen, was der goldene Hahn da ist. Ach, verdammt. Ich glaube, das finde ich jetzt so schnell nicht mehr raus. Vielleicht schon mal auf der Karte gucken können. Vielleicht steht das da ja auch schon beschrieben. Entschuldigung. Jetzt habe ich die Cops am Arsch. Ach, leck mich doch am... Mann. Leck mich am selbigen, bitte. Ach, Sackgasse. Ich dachte, da könnte man den schön abkürzen. Ja, ich glaube, Cops abschießen wäre jetzt auch nicht so prall, ne? Das käme nicht so gut. Hier mal rein. Ah. Und ich fand die Sackgasse oder was? Nee. Nein, wieso habe ich die jetzt direkt schon wieder am Arsch? Wie schnell sind denn die bitte? Ah, abhängen, 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 abhängen. Ich will euch doch nur abhängen. Und wir haben's geschafft. So. Oh, was mache ich denn? So, da. Serienmörder-Hinweis. So, jetzt will ich dem Serienmörder aber langsam auf die Spur kommen. Nicht hier weiter meine Zeit verplempern. Da ist schon wieder irgendwo Drogenratze im Gebälk. Oder was wird mir da alles angezeigt? Ach, soll ich jetzt Drogenratze machen oder... Komm, Leute, ich probier's einfach nochmal. Drogenrazzia, Drogenrazzia, Drogenrazzia. Oh, ich hab schon wieder keine Energie. Und jeder Händler, den ich jetzt gebrauchen könnte, ist kilometerweit weg. Super, 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 super. Gibt's hier keinen Hotdog-Händler oder irgendwas? Irgendeiner, der mir ein bisschen Energie verscherbeln kann. Ach, hier sind wir. Ne, hier waren wir doch noch nicht. Oder waren wir hier schon mal? Wir waren doch schon mal auf irgendeinem Fitnessplatz da. Oh Gott, da sind schon die schweren Jungs schon wieder. Ja, alle Schläge am Treffpunkt eliminieren. Mal gucken, ob wir das jetzt ein bisschen besser hinbekommen. Aber ich habe da kein gutes Gefühl. Hallo? Hey, ich drück hier kontern und er macht mal gar nichts. Vor allem er mit seiner Brechstange. Er geht mir tierisch hier auf die Klöten grad. Ja, ich drücke hier kontern wie ein... Ja, ich drücke hier kontern wie ein Bekloppter. Ja, super. Also Leute, mit der Drogenratze, das wird noch lange nichts. Wir jagen erstmal den Serienmörder. Oh, wieder so viel Kohle verloren für nix, ey. Das regt mich gerade schon ein wenig wieder auf. Ich gerate in Rage. So, Motorrad her da drüben. Komm den. Ja, runter da, komm. So, Serienmörder-Hinweis. Ab geht's. Scheiß auf Drogenrazzien, die bringen eh nichts. Wir bekämpfen das Übel bei der Wurzel. Und wir schnappen uns direkt die Drogendealer. Oh, da ist ja noch so ein goldenes Ding hier. Ah, das ist dieses Dojo. Oder wie? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, interessiert mich nicht. Mich interessiert jetzt Serienmörder. Liebe Leute, ich würde sagen, bis wir da angekommen sind, mache ich nochmal einen kleinen Schnitt und wir sehen uns das nächste Mal wieder auf der Jagd nach dem gefährlichen Serienmörder. Jetzt fahre ich denselben Weg zurück, ey. Das gibt's gar nicht. Bis dahin, wie immer, viel Spaß beim Zocken. Haut rein.
Bis dann. Bye. Bye.